Endlich ist es wieder soweit, es ist Rosenzeit. Der neue Bachelor Dominik Stuckmann startete die Suche nach seiner Traumfrau. Dabei erwartet der 29-Jährige viel von der Zeit in Mexiko. Ich denke, die Zeit meines Lebens zu haben und im besten Fall die Liebe meines Lebens zu finden, so der Bachelor. Dafür stehen dem blonden Sunnyboy 22 paarungswillige Single-Ladies zur Auswahl. Und die zeigen sich nach dem ersten Kennenlernen durch die Bank weg begeistert. Zwischen Häppchen und Shampoos lautet das einstimmige Urteil, er ist es. Gab es sonst in den Vorjahren immer einzelne Kandidatinnen, denen der Bachelor optisch nicht zugesagt hat, sind sie sich in diesem Jahr alle einig. Das ist der attraktivste Bachelor, den es je gab. Dem umschwärmten Frankfurter, der auch auf Gran Canaria lebt und arbeitet, macht deshalb vor allem die Entscheidung für die eine Frau Angst. Twitter-User und Userinnen haben ihr Urteil hingegen schnell gefällt. So hohle Nüsse, alle Stereotyp oder aber sie sehen einfach immer alle gleich aus, lauten nur drei der zahlreichen genervten Reaktionen. Auch die Absicht, die Show nur als Sprungbrett in die Influencer-Welt nutzen zu wollen, wird den Bachelor-Kandidatinnen unterstellt. Dominik konnte am Ende der ersten Nacht der Rosen hingegen doch Unterschiede feststellen. Für Elina, Jenny und Bella ist die Liebesreise schon zu Ende, bevor sie richtig angefangen hat.